das Adressbuch meiner Mutter. Darin sollte ich die Nummer ihres Hausarztes finden. Ja, schöne Nummer. Ist da nicht? Okay. Eine Pflanze auf der Fensterbank. Keine Ahnung, was das für eine Gattung ist. Ich bin ein bisschen einsam da, oder? Nehmen wir mal mit. Aha. Unter dem Blumentopf scheint etwas zu liegen. Ein kleiner Schlüssel. Es ist ein kleiner Messingschlüssel. Vielleicht für den Sekretär? Nee, dafür ist er nicht. Der alte Sekretär meiner Mutter. Ihre Versicherungskarte. Gut, dann können wir den Raum, glaube ich, verlassen. Wir haben hier nichts weiter. Gehen wir wieder ins Wohnzimmer. Das haben wir durch. Koffer kann ich nicht. Mom ist Musikfan. Das haben wir gemeinsam. Allerdings gehen unsere Geschmäcker etwas auseinander. Klassik verträgt sich nicht so gut mit Nirvana oder Pearl Jam. Ja, damit geht's auch nicht. Aber wir können ja ich mal... Ich die Nummer von Mams altem Hausarzt nicht. Um genau zu sein, fällt mir nicht mal sein Name ein. Dr. Weck... Fossen. Irgendwas. Wenn ich den Namen lese, fällt er mir bestimmt wieder ein. Gucken wir da rein. Mal sehen. Es lässt sich nicht öffnen. Ein Lederriemen führt von der Rückseite zur Vorderseite und dort in ein Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Ah, was für ein Glück, was für ein Zufall, wir haben ja einen Schlüssel. Ein kleiner, goldfarbener Schlüssel. Damit ist das Adressbuch offen. Mal sehen, wie hieß dieser Arzt noch? Dr. Wakefield, das ist er. Und hier steht auch seine Nummer. Ich hoffe mal, er hat noch die alten Krankendaten meiner Mutter. Dann ruf mal an. Hoffentlich stimmt die Nummer noch. Dr. Wakefield. 555. Praxis Dr. Wakefield? Mein Name ist Darren Michaels. Ich muss den Doktor sprechen. Es ist ein Notfall. Einen kleinen Augenblick. Dr. Wakefield am Telefon. Hallo Dr. Wakefield, hier ist Darren Michaels. Darren, ist was mit deiner Mutter? Mandy meinte... Ja, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Sie ist nicht ansprechbar. Mein Gott. Das Krankenhaus braucht ihre Krankengeschichte. Haben Sie die noch? Ja, die müssten wir noch haben. Können Sie die Unterlagen ins Krankenhaus faxen? Ja, natürlich. Hoffentlich ist Ihrem Rücken nichts passiert. Ist sie nicht durch das Stützkorsett geschützt? Nicht unbedingt. Das Korsett unterstützt ihre Wirbelsäule, wenn sie aufrecht steht oder sitzt. Aber ihr Rücken ist seit dem Unfall so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Sturz Auswirkungen haben kann. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich gehe gleich ins Krankenhaus und lass mich dort informieren. Tue das. Ich lasse die Unterlagen nach Biddeford schicken. Ich hoffe, deiner Mutter geht es bald wieder gut. Ich auch. Grüße sie von mir, sobald sie aufwacht. Das werde ich. Bis bald, Doc. Es fehlt immer noch die Versicherung. Das wäre erledigt. Dr. Wakefield hat sich immer gut um Mom gekümmert. Mit ihrem Rücken konnte sie nicht stehen, nicht liegen, nicht sitzen. Alles bereitete ihr Schmerzen. Dazu noch die Brandwunden und nun das. Und fehlt uns immer noch... Ah, die Handtasche. Na klar. Mams Handtasche. Ja. Darin müssten auch ihre Papiere sein. Selbstverständlich. Da gehen wir nochmal. Mams Handtasche. Ja, geh hin.
Versicherungskarte. Hervorragend. Da haben wir alles jetzt, ne? Haben wir noch was? Da ist nichts Interessantes mehr drin. Okay. Und mein Geld verdiene ich allein. Ja, das wollte ich auch nicht haben. So. Okay. So. Okay. Oh, nein. So. Das ist eine Postkarte von Biddeford. Sie ist ganz praktisch, um von einer Ecke zur anderen zu kommen. Richtig. Aber jetzt kann ich gerade nicht quer durch den Ort laufen. Ah, ist aber... Die Leute im Krankenhaus müssen wissen, welche Medikamente... Ja. Dort geht es hinaus zum Hauptplatz. Ach so, es fehlen noch Medikamente. Ach so, so ein Mist. Es fehlen noch Medikamente. Es fehlen noch Medikamente. Ah, Medikamentenspender. Ah, das ist Mams Medikamentenspender. Für jeden Tag der Woche gibt es einfach. Sie hat sich immer darüber lustig gemacht, dass sie wegen ihres Rückens mehr Tabletten schlucken muss als ein ganzes Altersheim. Aber sie hat nie all das geschluckt, was ihr verschrieben wurde. Sie hat immer behauptet, sie hätte es nur vergessen. Irgendwann hat der alte Hausarzt meiner Mom ihr dann den Spender geschenkt. Ich fand es schon immer unsinnig, seine Medikamente nicht zu nehmen und sich lieber zu quälen. Ja, damit. Okay. Diese Medikamente und die aus dem Badezimmer dürften alle sein. Das wäre also erledigt. Okay. Wir haben auch alles abgesucht. Ja. Denke, wir können gehen. Ich ziehe mir eben noch was anderes an und dann ab ins Krankenhaus. Ich hoffe, es geht ihr gut. Kann's nicht wissen. Im Krankenhaus. Sehr Hallo, schön. Ich möchte zu meiner Mom. Rebecca Michaels. Einen Moment. Ihre Mutter wird gerade noch untersucht. Haben Sie die Medikamente dabei? Ja, hier. Und den Versicherungskram habe ich auch. Wann kann ich... Ah, danke. Ich informiere Dr. Newhouse. Nehmen Sie doch bitte einen Augenblick Platz. Ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn Sie zu Ihrer Mutter können. Oh je, warten. So. Mal eine Speicherung machen. Framerate stürzt gerade ab. Hm. Oh, 2 Stunden später. Weitere 2 Stunden später. Das ist natürlich gefühlte 2 Stunden, 4 Stunden später, meine ich. Ja. Entschuldigung, Mr. Michaels? Draußen wäre es schon dunkel. Ja? Es gibt hier ein Problem mit dem Versicherungsschein Ihrer Mutter. Anscheinend wurde die letzte Rate nicht bezahlt. Davon weiß ich nichts. Und es ist mir auch egal. Natürlich ist das unangenehm. Aber die Versicherung... Es interessiert mich ein Scheißdreck, was mit der Versicherung ist. Was ist mit meiner Mom? Wie lange dauert das noch? Sie können sicher bald zu ihr, aber wenn das mit der Versicherung nicht geklärt wird, dann haben wir ein Problem. Sie müssen... In Ordnung, Doktor. Sie können jetzt zu Ihrer Mutter. Das Zimmer hinten rechts. Mr.
Dr. Michaels? Ich kann nichts dafür, wenn Ihre Mutter nicht bezahlt hat oder die Bank nicht überwiesen hat oder wenn die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen will. Natürlich nicht. Hier, nehmen Sie den Schein mit und klären Sie das. Am Ende ist Ihre Mutter wieder auf den Beinen, aber hat kein Dach mehr über dem Kopf. Oh nein, mein Freund wird hier eingebrochen ohne Ende. Ich muss unbedingt speichern können, aber das Spiel lässt mich nicht. Danke. Lass mich speichern. Ich will speichern. So. Jetzt bei Mutter. Und? Wie geht es ihr? Ich befürchte nicht gut. Die Kopfverletzungen sind sehr schwer. Sie muss mit voller Wucht auf den Tisch gestürzt sein. Tisch war aber gar keine Spuren. Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Aber deine Mutter liegt im Koma, Darren. Es tut mir leid, aber es ist eher ungewöhnlich, dass jemand aus einem tiefen Koma erwacht. Scheiße. Vielleicht, wenn sie früher entdeckt worden wäre, dann wäre weniger Blut in ihrem Schädel. Der Scheiß. Sie meinen, wenn ich gleich nach unserem Gespräch zu ihr gegangen wäre, dann läge sie jetzt nicht im Koma? Aber mein Junge, das konntest du doch nicht ahnen. Ja, ja. Woher hätte ich wissen sollen? Fuller! Wie bitte? Fuller! Sie hat im Fotoladen angerufen. Sie wollte mich sprechen und Fuller hat einfach aufgelegt. Aber nein, das ist doch wohl... Sie war bei Bewusstsein und wollte Hilfe rufen. Doch Fuller... Darren, komm zu dir. Es war ein Unfall. Das niemand trägt daran Schuld und du solltest jetzt einfach... Einfach hier am Bett hocken und hoffen, dass alles wieder gut wird? Das glaube ich kaum. Darren, du solltest dich... Danke für Ihre Hilfe. Ich... Wir kümmern uns 24 Stunden am Tag um deine Mutter, Darren. Du kannst gerne hier bleiben. Ich schaue später nochmal rein. Geh doch endlich raus. Ich will speichern. Hinaus mit dir. Ich werde nicht hierbleiben. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Dafür wird das fette Schwein büßen. Rache. Rache ist ein Gericht, das ganz kalt serviert wird. So Leute, ich habe wieder die Steuerung zurück. Ich bin begeistert. Ich gehe speichern. Oh, was habe ich denn da geschrieben? Ja, naja. Okay. Guter Zeitpunkt, eine Aufnahmepause zu machen. Also bis später.